Kindheit verlebt Rainer Kunze in einfachsten Verhältnissen in Oelsnitz im Erzgebirge. Seine Mutter Martha ist Kettlerin. Einmal in der Woche holt sie mit dem Handwagen aus der Strumpffabrik in der über 10 Kilometer entfernten Obolumwitz vorgefertigte Strümpfe. Oft nimmt sie den Jungen auf dem langen Weg mit. Zu Hause näht sie auf der Kettelmaschine am Fenster die Nähte. Aber er erinnert sich auch, wie sie beide auf der Halde, die dem kleinen Jungen schwindelerregend hoch vorkommt, Kohle lesen. Der Vater Ernst ist, wie dessen Vater schon, Bergmann in der Steinkohle. Auch an seinen Großvater hat Rainer Kunze prägende Erinnerungen aus frühen Kindertagen. Er darf manchmal dabei sein, wenn Großvater in den Hungerjahren für den Bauern Kühe auf der Weide hütet. Dann kommt es schon mal vor, dass das Kind barfuß in einem frischen Kuhfladen steht und sich freut, wie der die Füße wärmt. Oder er schaut Großvater beim Stöckeroden zu. Einmal, als der Großvater im Tausch gegen etwas Essbares beim Bauern Brennholz hackt, spielt das Kind auf dem Heuboden und findet ein Hühnerei. Was für ein Fund! Mit größter Freude läuft es zum Großvater. Der nimmt das Ei wortlos und bringt es der Bäuerin ins Haus. Als er zurückkommt, sagt er, mir sei ehrlich leid. Dieser Satz, sagt Rainer Kunze, habe sich tief in ihm eingegraben. Vom Großvater habe er die Ehrlichkeit und durch den Vater habe er die Güte schätzen gelernt und die Größe, die im Schweigen liegen kann. Auch wenn Literatur, gar Lyrik im Kunzeselternhaus nicht vorkommen, so verdankt er seine frühe lyrische Sensibilität doch vor allem der Mutter. Später wird der Dichter vielfach nach Einflüssen, nach Vorbildern gefragt werden und manches wird in sein Werk hineininterpretiert. Doch der Schlüssel ist so einfach wie überraschend. Mein erster großer Eindruck, sagt Rainer Kunze, nicht nur literarisch, auch musikalisch, waren die Volkslieder, die meine Mutter, wenn sie Handarbeit verrichtet, immer sang. Ich weiß nicht mehr genau, wie viele Strophen das Lied »Es waren zwei Königskinder« hat. Sie kannte alle. Manchmal dichtete sie Volkslieder auch auf ihr Leben um. Einmal, sie hing Wäsche auf und sang, habe ich gesagt, aber das stimmt doch gar nicht. Sie fühlte sich ertappt und wollte keinesfalls zugeben, dass sie den Text weitergedichtet hatte. Meine Mutter hat sehr schön gesungen, in ihrer Jugend war sie Sängerin in einem Chor. Mit diesem Schatz in der Seele wurde sie eine Bergarbeiterfrau. Diesen Schatz hat sie bewahrt. Und für diesen Schatz bin ich ihr bis heute dankbar. Viel später erst habe ich begriffen, was für großartige Kunstwerke Volkslieder sind, wie sie gebaut sind, wie viele Menschen über Generationen daran geformt haben, bis sie vollendet waren. Wenn ich die Königskinder betrachte, alle Strophen sind in der gleichen Weise gebaut. Es waren zwei Königskinder. Das ist eine Feststellung. Melodisch beginnt sie mit einer Quint. Dann kommt eine Steigerung. Sie hatten einander so lieb. Diese Zeile beginnt mit einer verminderten Septime und dann schließlich die letzte Steigerung. Sie konnten zusammen nicht kommen, das Wasser war viel zu tief. So geht es durch das ganze Lied. Und dann so eine Stelle. Das Wasser war viel zu tief. Das habe ich erst viel später begriffen. Darum ging es ja gar nicht. Was ist denn, wenn das Wasser tief war? Was machte das? Aber was ist breit gegen tief? Diese Trennung ist viel furchtbarer.